Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, gehen wir mal rein. Mal gucken, welche Drohungen wir auf dem Basar entdecken sollen. Boah, viele hier. Einmal durch. Oh, jetzt dürfen wir nicht mehr laufen. Okay. Ah, das ist irgendwo. ربما تفيدك هذه. ربما عملنا بجد أيها الرجال. حان وقت الراحة. ماذا انتظر؟ لا نزال. نعم، في sind doch noch. Wollte gerade sagen. Kurz mal das durchlesen. Aber wir machen erstmal das. شكرا سيدي. So, sprechen wir mal. ماذا فعلت حتى تتعرضي إلى مثل هذا العدوان من الحراس؟ لم أفعل شيئا. إنما تنقصني النقود. إنها طبيعة التجارة، لكنني لا أملك الوسائل اللازمة لسداد ضريبتهم. هل تباع سلعك ببطء؟ لا، لكنهم زادوا قيمة النقود المطلوبة في الآونة الأخيرة. هذه هي المشكلة. لم تزدد عليك وحدك، بل على الآخرين كذلك. زادوها غالبا على أشخاص مثلنا ليسوا من هذا المكان أو مختلفين في العقيدة. بات الشعور بالأمان في الكرخ صعب. لدي شحنة متأخرة. أخشى أن الحراس قد صادروا سلعي وجمالي. كنت أنتظر وصولها مع بعض التجار القادمين إلى دائرة المال. هل لا تسدي إلي معروفا يا صديقي وتبحث عنهم من فضلك؟ حسنا. إنهم على امتداد الطريق المؤدي إلى بوابة بغداد الجنوبية. قد ألحق بهم عند الينبوع على امتداد الطريق الجنوبي. شكرا يا سيدي. الطريق الممتد جنوب بغداد. Ja, gucken wir mal. Die Form wurde vermisst gekauft, Leute. Sie wird von. Ne? Okay, was ist das hier? Okay. Wahrscheinlich das hier, ne? Welt. Genau. Na komm, komm, komm. Anklicken. Geht nicht? Raum Bagdad gesehen, ja, Glückwunsch. Okay. Genau. Okay, das muss halt abschließen, ja gut. Ich brauche bitte nur ein paar Tage, ich werde das Geld bekommen, wenn ich schon zuhören, das könnte auf Lager haben, ich jetzt Verständnis kurz der Steuerstieg, der Brief bricht dir ab. Und dann kamen die wahrscheinlich. Okay. Na gut, dann. Die Kaufleute sitzen nahe eines Wasserlochs südlich von Bagdad fest. Gucken wir mal. Boah, 1000 Meter. Speedboard. Aha, perfekt. So, mal gucken, was da passiert. Jawohl. So, wo müssen wir hin? Sehen wir gar nicht mehr. Aha. Da muss es sein, ganz genau. So, fliegen wir mal vor. Einmal kurz umschauen, bevor wir da hingehen. So, come on. Oh lol, wie sich auf einmal die Zeit verändert hat. Holy shit. So, da sehen wir schon mal was. Einmal runter. Irgendwas ist hier. Warum bewegt sich hier nichts? Okay, ich sehe keine Gegner. Fuck. Dann gehen wir mal dahin. Also, wo kann ich runterspringen? Nach hier hinten, okay. Und hopp. Schon wieder so ein Goat. Piss dich.
Junge, er hat nichts mehr. Aggressionsprobleme. Der verfolgt dich sogar. Er so, nee, dich. Kopfschuss. 100%. Wenn nicht, traurig. Du entkommst mir nicht. Stimmt, ich kann das Pferd eigentlich nehmen. Naja, scheiß drauf. Renn ich auch zu Ende. Palmenhain. Boah, keine Schlangen, oder? Junge, wenn die Schlangen auf einmal so random auftauchen, da kann man sich echt erschrecken. Weil ich mag das Geräusch nicht, wenn diese Viecher wie aussehen, ey. يفترض بالتجار أن يكونوا على هذا الطريق. ربما لابوا بمرتفع جبلي. وقت صار. هنا. هوب. هوب. Sehr schön. So, was ist los hier? من هناك؟ جئت مسالما. السلام عليكم. لقد أرسلتني صديقة لكم. قلقة على سلامتكم. بعد ما حدث للحصان، من حقها أن تقلق. لكننا لا نعرف ماذا نفهم من هذا. دعوني أساعدكم. لعلي أستطيع اكتشاف ما حدث. سنكون ممتنين. لابد أن الجاني قد ترك دليلا. وآثار دماء. لقد نقل رأس الحصان إلى وسط المخيم. حصاني الجميل لجوم. ملاكا. من عصاه يقدم على فعلة فظيعة كهذه. لا تنظر إلي. لم أرتكب مثل هذه الفعلة النكراء. Untersuchen. Ja. Armes Pferd. Sprechen. هل كان هذا حصانك؟ لقد أخذه حادث الآن. إلى جانب القلق بشأن عطش بغداد السخيف إلى النقود. لابد أن أقلق الآن على مشيتي. ملاكا. ارقد في سلام يا ليجو. So. Kurz in die Nachforschung, können wir was nachgucken. Zack, jawohl, jawohl. Der Pferdekopf diente als Warnung. Yep, einen fehlt noch, ein Hinweis. Da hinten ist noch was, ich rede kurz nochmal mit dem hier aber. ماذا حدث هنا؟ حدث الأمر في ظلام الليل. لم أستطع الرؤية جيدا. لكن رأيت شخصا على ما أظن. Aha. Du hast jemanden gesehen. Es geschah in der Nacht. Und da hinten ist noch was. Anweisung der Wache an die Wache. Geld eintreiben von Ankerstifte. Weiß fremdländische Fleischwaren. Blubberseifen. Ey, ich will das zu Ende lesen. The fuck, der hat sich von allein bewegt. Warte. Nö, nö, nö. So leicht gehen wir nicht davon. So, gehen wir nochmal rein. Hier, wo ist der Zettel? Da. Kommentar. Muss ich eure Arbeit für euch machen? Fangt ihr euren... Nee, ihren Nachschub ab. Tut, was nötig ist, um das Geld zu bekommen. Vergesst die Zusatzsteuer für ihr Andersgläubige nicht. Wenn sie sich in Bagdads Wohlstand sonnen wollen, müssen die den richtigen Preis dafür bezahlen. Tut, was ihr tun müsst. Al-Anka. Jetzt haben wir einen Namen. Bam. Alles klar. Genau. Enthüllt, wer hinter dem Namen ist. Al-Anka. So, der Hafenmeister ist Geschichte, jetzt noch Al-Anka, wenn das der nächste Gefolgsmann ist und oder Gefolgsfrau. Und dann mal gucken. The fuck? لا. من عساه يقدم على شيء كهذا. ليس لدي أعداء ولا شحناء. قد تكون هناك مصائر أبشع إذا واصلت السير في هذا الطريق. لأرافق عصبتك إلى البوابات. ستفعل هذا من أجلنا؟ شكرا. بارك الله فيك. بسرعة. ابعدنا عن هنا. اوف. هاب ich... egal. Warte, noch nicht. مهلا. Kurz noch einmal speichern, weil man weiß ja nie, was kommt. So, wunderschön. Jetzt sind wir ready. سيدي. لقد عدت. لابد أن نسرع بر... Auf geht's. لنتحرك. المدينة ليست بعيدة للغاية. هيا. علينا مغادرة هذا المكان. بسرعة. كان علي البقاء في البيت. أين ديارك؟ أتيت من بلاد الإغريق غرب هذا المكان وراء اليمن. كنا ننقل بصحبة حصان لجوم سلعا من بغداد وإليها. يا للمدن التي زرناها. القدس والبصرة وسامراء نفسها. Straße folgen, wir fucken sie nicht.
نيش ريتي. يخبرني صديقك التاجر أن هذه السلعة متجهة إلى دائرة الماء. نعم، المزاد الكبير حدث ضخم، ما يعني أن متطلباته أكبر. أتنوي حضوره إذن؟ حضوره؟ أتمنى فقط لو كان لدي ما أنفقه من النقود. إننا نوفر المؤن اللازمة للتحضيرات فحسب. Wollte sagen, Kleinhändler. Das ist wie so, wenn man selber frisch anfängt. Kleingewerbe. Ging bei den ganz großen. Wow, wow, wow. Stehen bleiben! So, das brauchte ich gerade. Oh fuck. Oh, drei harte Hiebe, passt. Hinrichtungsscheiben. Die Händler müssen gefunden werden. Einer weiß, wo ich bin und meine Sicherheit wegen muss er zum Schweigen gebracht werden. Tötet auch den Rest, die sind ohne Belang. Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, sollten sie sich auf dem Weg zum Westeingang Bagdads befinden. Findet sie, bevor sie ankommen und der Stadtbericht ein Preisgeld erwartet, jene, die erfolgreich zurückkehren, Alanka. Ich wollte gerade sagen. Einer ist, glaube ich, gestorben, oder? Ja, einer ist gestorben. Der Arme. Aber das waren vier Kamele. قد يكلفنا الأمر رؤوسنا لكن السكت عن الحق شيطان أخرس إنهم لا يحبون هذه المعارضة لن أندهش إذا جعلوا منا عبرة للآخرين ممن قد يحاولون فعل الشيء نفسه افتح في الزبان دي كميلة دي كرايشة So, da wären wir eigentlich. وصلنا بغداد. أنتم آمنون الآن. إنك رائع. لا تسبب لنفسك الحرج. Sprechen mit dem Anführer. Jo, tun wir. لقد وصلنا. شكرا لك يا سيدي. بغداد ليست آمنة. يشاع في الأسواق شيء عن تجار جروهم من متاجرهم. أسمعت بظلم كهذا؟ تقول الشائعات إنهم يستهدفون الذميين. أي التجار من غير أهل هذا المكان يريد العباسيون حصة في جميع التجارات بوجود النقود فأرواح الناس أمر هين Geld ist Macht. الرسالة التي تركها الحراس كانت من شخص يدعى العنقاء إنه الشخص المسؤول عن الهجوم Also denken die mal nicht damit. جبات الضرائب عند الحراس اسمهم العنقاء هذا غريب فعلا أليس طائر العنقاء أنثى؟ أخبرني باسمه وأين يمكنني العثور عليه؟ سهيل يسكن في قصر غرب الكرخ لا أظنه يعمل بمفرده أوكي. شكرا يا صديقي وفقك الله Danke für den Hinweis So Zack Da ist er Alanka, der Steuereintreiber Diese Gestalt setzt ihren Einfluss ein, um Kaufleuten Geld abzunötigen, genau Töte Alanka, den Steuereintreiber Ja, okay. Lebt in westlich von Alkar. Okay. Untersuche das Anwesen des Steuereintreibers. Alkar lebt in Anwesen westlich davon. Ja, fangen wir damit an. So, zur Welt. Das ist da hinten. Haben wir einen Speedport? Wir haben, ja, einen einzigen. Den hier. Sehr schön. Gut, die haben wir gerettet. Das ist doch mal schön. So, dann einmal Anwesen auschecken, Informationen sammeln und natürlich den Steuereintreiber töten. Und dann haben wir eigentlich zwei Gefolgsleute erledigt. Das sollte eigentlich dann reichen. So, dann machen wir mal. Gefallensmünze, jawohl. Hopp und hopp. Sehr schön. Boah, das ist das Anwesen da hinten. Holy shit. So, dann machen wir... Brauchen wir Flaschenzug? Noch nicht, ne. So, hier stellen wir uns hin. Entspannen.
Hopp. So, Markierungen. Gib ihm. Ach, dieser Bastard. Alles klar. So, versuchen wir mal leise reinzukommen. Falls wir können. Aha, hier ist was. Hey, 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 ganz ruhig. Ich hab grad nur V gedrückt. Mein Gott, guck mal, du stehst hier. Drückst nur ein bisschen W nach vorne und er jumpt schon da. Krank. Dieser Triggerfeld in dem Spiel ist einfach viel zu heftig. Gut, wir müssen ganz hoch killen und dann kommen wir rein. Jetzt die Frage, ist er denn auch schon hier oder nicht? Da muss ich aber auch nochmal nachgucken. Weil es ist so nah aneinander geknüpft. Ja, beides hier, alles klar. Wir untersuchen das hier, schalten den Hinweis frei, töten ihn gleichzeitig, dann kriegen wir den letzten Hinweis. Gut, alles klar. Dann wollen wir mal gucken, wie können wir dich da wegballern, den Dicken hier. Da, im Gras. Genau. Boah, wir haben sogar 5 Felder. Holy shit. Gut, dann wollen wir mal. Nee, hat er nicht gehört. Nicht schlimm. Markieren. Alles markieren. Wir haben fast nichts mehr. Jawohl. Schnell, schnell. Sehr schön. Ein bisschen besser reinlegen. So. Dann ist auch mehr versteckt. So, nun zum großen Hauptmann. Guck mal, dass wenn so groß ein Gras oder irgendwas ist, grünes, was sich bedeckt, dass das als Tarnung gilt, das verstehe ich besser. Guck mal, sowas zu sehen, unmöglich, wenn du still sitzt. Also okay, das Weiße ist scheiße. Aber ich würde immer dunkle Kleidung tragen, nicht weiße. Einfach, weil man weniger erkannt wird auch. Aber ansonsten, so kleines Gras hätten die echt besser bearbeiten müssen. Oder höher programmieren. Oder, ja, keine Ahnung. Irgendwie hätte man es besser machen sollen. Im Sinne von Verstecken. Weniger Detection-Radius oder so, weil es dunkler ist, aber nicht so dieses hundertprozentige Verstecken. Das ist irgendwie krank. Aber naja. So, dann wollen wir mal hier hoch. Töter, ja, das zeigt er mir jetzt an. Ich will das ja auch machen, aber... Wir müssen hier... Ah, will er nicht. Schade. Kann ich so? Komm, komm, komm. Geht nicht. Wow. Oh, enttäuscht. Dann gehen wir hier kurz lang. Jetzt sind wir wieder außen. Yep. Jetzt sind wir wieder außen, okay. Hm. Kommen wir hier hoch? Na komm, na komm. Och nee. Du sollst nicht auf diesen kleinen hoch, du sollst da hoch. Geht nicht. GG. Dann gehen wir da hinten hoch. Slide. Nein, 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 nein. Hier hin. Bitte, nein, nicht sofort runterjumpen. Okay. So, und? Will er nicht. Er jumpt einfach so. Fick dich. Manchmal ist das Game echt wirklich... Geht sehr doll auf die Eier. Ich drücke Shift und Leertaste für einen weiten Sprung. Nicht nur Leertaste für einen normalen Runtersprung. Das nächste Ziel. Das haben die auch nicht einprogrammiert. Das gab's damals so. Ach Leute, was macht ihr denn mit dem Spiel, ey? Auch das hier. Ich wollte nur an die Kante und er macht das hier. Oh, okay. Also alles, was schlau wirkt, geht nicht in dem Spiel, weil... Oh, ich hätte hier reinwerfen sollen. Egal, da geht's auch hin. Geht nur, wenn es weit genug entfernt ist, weil die Animationen so programmiert wurden. Na gut. Wie ihr wollt. So, kann ich das machen? Knapp. Machen wir hier lang lieber. Geh durch da unten. Sehr gut. Nicht den! Glück gehabt, wenigstens irgendwo. Finally, 2 Messer wieder.
Die Animation hätte ich am liebsten. Die ist am schnellsten und geht noch so vom Hinfallen. Also er fällt immer nach vorne. Das ist halt das Problem. Es gibt sehr selten Animationen, wo er nach hinten fällt. Sehr schön. Die Messer sind voll. Markieren wir jetzt hier die ganzen Laden einmal durch. Ganz genau. Jawohl. So. Flieg, flieg, flieg. Jawohl. Sonst haben wir, glaube ich, keine mehr. Wenn wir die bezahlen, könnten die extra Unruhe stiften, damit wir leichter reinkommen. Aber wir gehen einfach hier durch. Ah, ich erinnere mich wieder. Ja, genau, das war beschissen, hier reinzukommen. Ich erinnere mich. Aber ich habe schon die Tür aufgemacht, das ist das Lustige. Weil ich muss ja hier einen Schatz bergen. Das passt ja wie... Keine Ahnung, ey. Holy shit, nice. Warum musste ich hier unten reingehen? Und hier sind ja überall die Wachen. Aber hey, ich habe eine Idee. Stimmt. Jetzt, da ich die Fähigkeit habe, kann ich ja sogar trotzdem den originalen Weg gehen, was ich vorher nicht hatte. So, Comboy. Hier runter und Snack. Wunderschön. Flipp nicht rum, ganz ruhig. So. Ein bisschen Blumen atmen, bitteschön. Ist gesund. Und dann... Easy. Ah, so. Kurz einen Schluck dabei nehmen, das ist das Geile. Macht alles automatisch, kannst in Ruhe dabei trinken. Gut. Brauche ich noch mehr? Hm. Könnte, aber ne, machen wir direkt reingehen. Boah, ganz kurz. Herzstillstand. Eins. Da oben. Ha. Ganz ruhig, Kumpel. Gieß noch. Ja, ganz ruhig. Ja, ich lese kurz. Befehl zur Erhöhung der Steuern zu Hail. Hier sind die vorgeschlagenen Steuererhöhungen. Bitte handeln entsprechend. Getreide 1/2, 20stel, Nahrungsmittel 1/10, Stoffe 1/10, Topferwaren 1/5. Gemäß den Gesetzen soll ein jeder Dimi mehr zahlen, also erhebe bei ihnen einen zusätzlichen Zehnten zu den geltenden Steuern. N. Okay. Yep, ganz genau. Ja, da suchen wir noch. Wir gehen mal nach oben. Oder mal gucken. Es müssten 3 Hinweise sein. Da ist noch ein Hinweis. Und bei ihm wahrscheinlich noch. Und tot. Wunderschön. Die Steuer wurde bezahlt. Nice. 2 Fähigkeitspunkte. Läuft bei uns. Dann würde ich sagen... Also bis jetzt brauchen wir eigentlich keine weiteren Hilfsmittel, aber die würden schon helfen. Ich sage ja nicht, dass wir sie nicht bräuchten, aber ich würde lieber gerne das haben. Die Wurfmesser zu verbessern und alles Mögliche wäre schon gut. Ja, machen wir das zuerst. Wir sparen. So, lesen. Mein 2. und letzter Brief, Alanka. Das Geld wird knapp. Hast du, wie gewünscht, die Steuern erhöht? Wie ich höre, siehst du dich einige Hindernissen gegenüber. Die Duftlieferung verspätet sich ebenso. Ich dachte, dass du als Einheimischer vielleicht besser zurechtkämpfst als ich, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich irre. Na komm, braucht das Coin? Scheiß mal, Ausdruck kaputt. Üblicherweise schicke ich nicht mehr als einen Brief bezüglich Dingen, die ich erledigt sehen möchte. Ich sende niemals einen dritten. N. Yep. ثمة رائحة على الخطاب عطر ورد مع Interessant. Was haben wir noch hier soweit? Einen dritten Hinweis down. Liegt noch was? The fuck? Okay, warte. Nee, das wird zu aggressiv. Gehen wir hinten raus. Da haben wir schon den Weg freigemacht. Hier ist ja sowieso nichts, ne? Einmal durch hier die... Durch den Boden gucken. Kann man am besten sowas erkennen dann. Nö. Gut.
Und weg hier. So, wo ist das Rote? Da unten auf dem Boden. Sehe ich schon. Aha. Hier nehme ich die Mittel für Blockaden. Die vereinbarte Summe wurde aus den Steuervermögen für Al-Kark entnommen und wie angewiesen der Unterstützung zur Hafenblockade zugeteilt. Boah, widerlich. لا وجود لأدلة الحرب. عشان ورفقة في انتظاري عند المقهى. Leg mich am Arsch, war es knapp. Er verlässt echt seinen Posten nicht. Das ist ja echt wirklich, was da stand. Er verlässt erst, wenn er angreifen muss. Das ist der Vorteil bei dem hier. Man hat mehr Zeit abzuhauen. So, okay. Zu den Nachforschungen. Also, zack. Down ist er. Zack, erledigt ist das. Genau. Arbeitet für jemand anders. Arbeitet für jemand anders, genau. Bespreche ich mit Rivka, damit er vielleicht herausfinden kann, wer das ist. Und der letzte Hinweis fehlt noch. Ganz genau. Ups, mein Fehler. So rum. Und dann bekommen wir nochmal wieder 2 oder 3 Stück. Ah, geil. Dann können wir sofort auf den gehen, was nicht so wichtig mehr ist, weil es ist halt wirklich Müll. Das hätten die echt am Anfang packen müssen, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Teleportieren geht nicht. Wir sind noch im roten Bereich. Yep. Und weg hier. Zack, zack, zack und zack. Und zack. Oh, shit. Dann gehen wir hier rüber. Und außerhalb. Gut. Teleport. Und dann kommen wir vielleicht sogar zum Hauptziel. Mit der Hilfe von Rivka war das, glaube ich, ne? Genau, mit der sollen wir reden. So, runter. Sehr schön. Und rein hier. Ah, die beiden waren schon. أخيراً وجدت طريق العودة. ما الذي جئتنا به؟ من نبحث عنه ذمي شخص من خارج بغداد. متأكد؟ وجدت دليلاً. لقد كانوا يعملون مع جاب الضرائب وصاحب الميناء. أحدهما سخر الحراس لمضايقة الذميين وانتزاع أموالهم. والآخر صادر السلع في الموانئ. الانتزاع أفهمه. لكن مصادرة السلع أغراض أخرى من الكائنات القديمة التي يعبدونها. إنهم يبحثون عن دبوس شعر نادر مستورد من الطريق الشرقي. سيطرح للمزاد في دائرة المال. سسن. دعوة رسمية إلى المزاد. الآن لدينا طريقة للدخول. أحسنت. لابد أن هدفنا شخص مرتبط بالعنقاء والكلولو. شخص يعمل بشكل وثيق مع المسؤولين. سمع المخبرون شائعات عن خازن الخليفة بأنه شارك بشكل كبير في تجارات الكرخ. شخص كهذا سيحضر دائرة المال دون شك. Und dann kann man den wegholen. لنستعد. سأبادر بالاستطلاع. قابلني قرب السوق عندما تستعد. Alles klar. لا نعرف الكثير عن هذا الشخص. الاستهانة بخصمك تصرف أحمق. أنت قلقة؟ سأخطو بحذر. Gut. Dann haben wir soweit. Aber warte mal, habe ich eigentlich schon geschafft? Seine. Warte mal. Oh wait, das prüfe ich danach. Ob ich genug Gegner mit Gift gekillt habe, dass ich endlich mal das umstellen kann auf den aufladbaren Angriff. Sodass man dann sogar Gepanzerte vielleicht one-shotten kann. Oder einfach nur, dass die schneller fliegt und schneller töten kannst. Nach dem Aufladungsprozess. Ich glaube, der dauert so 3 Sekunden oder so. Gut. Haben wir neue Info bekommen, damit wir wieder Fortschritt sehen? Hinweis noch nicht gefunden? Nee. Treff dich mit Roshan nahe dem Bazar. Alles klar. Dann laufen wir mal dahin. Und dann sollten wir nach dem Kill auch vielleicht die letzte Belohnung für den Dolch bekommen, weil den haben wir ja noch nicht. Das Schwert ist jetzt voll seit der letzten Mission. Aber der Dolch noch nicht von den Eingeweihten von Alamut. Da bin ich mal gespannt. Und dann sollten wir auch vielleicht einen neuen Titel dann bekommen wahrscheinlich. Weil 2 Erfolge gibt es noch. Die letzten 2 Medaillone ausrüsten. Oder Medaillons, so sagt man das genau.
Und den ersten habe ich jetzt und noch zwei fehlen. Und dann habe ich eigentlich alle. Ich glaube, der Attentäter fehlt noch Rang und der Meister oder so. Glaube ich. Ja. Und dann habe ich die zwei Erfolge auch noch nebenbei geschafft. Ah, wir müssen nach ganz oben. Mein Fehler. Hopp. 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 Jawohl. Hopp. Und hopp. Na dann. الخطة بسيطة. ادخل المزاد كتاجر يريد المزايدة على القطع الأثرية الغريبة. نعلم أنهم يريدون دبوس الشعر وسيحضرون المزاد. لقد تركوه يفلت مرة بالفعل من بين أيديهم. يب. عندما يظهر دبوس الشعر سأراقب الحشد وأحرص على الحصول عليه. سيضمن ذلك لقاء مع هذا الخازن. وثقة أنهم سيزايدون عليه مهما كان الثمن. أجل. سأجمع ما بوسعي من المعلومات عن هذا الخازن قبل Und dann bieten wir. Ein bisschen Geld haben wir. نظرا إلى منصبه لن تجد النميمة بشأنه قليلة. أول ريشة دون هدف محدد. يجب عليك العثور على الهدف الصحيح. لا تشتت نفسك. ركز على المهمة الحالية. لا جدوى من الإمعان في أمور لا وجود لها. هذا حقيقي. Gut. الصمت أفضل للعقلاء وأفضل بكثير للحمقى. حظا موفقا. Irgendwie habe ich ein mulmiges Gefühl bei ihr. Irgendwie, ich weiß nicht so. Nicht, also irgendwie bei jedem so ein bisschen seit dem einen Text, wie ich sagte. Oh, cool. Vertrau niemanden zu 100%. Kannst ruhig zu 99, aber diese 1% sollte immer bleiben. Ist eine Sicherheitsvorkehrung. Boah. لكنك في صميمه حتى هذه اللحظة ينتشر فسادك إلى أراض لم يمسسها سم التنظيم سمعت عن رغبتك في دبوس شعر سيطرح للبيع في مزاد بدائرة المال سوف أنافسك في رغبتك الملحة وأجبرك على الظهور أوه يا Töte den Schatzmeister. An der Spitze von Alkarks Machtpyramide befindet sich der Schatzmeister. Durch die Kontrolle von Steuern und die Nötigung der Händler als Alkarks finanziert der Schatzmeister erfolgreich den Orden auf Kosten der einfachen Leute. Widerlich. Warte mal, das erinnert mich ja irgendwie an die heutige Zeit. Aber gut, machen wir weiter. Auf der Suche nach einer seltenen Hane lässt der Schatzmeister eingeführte fremdländische Artefakte im Hafen beschlagnahmen, was verschiedenen Händlern große Schwierigkeiten bereitet. Der Schatzmeister ist eine geheimnisvolle Person, deren wahre Identität nur wenigen bekannt ist. Höchste Zeit, den Schleier zu lüften. Alles klar. Der Schatzmeister. Bam, Junge. Da ist das Bild. Gut, einen Hinweis können wir noch finden. Natürlich dort. Und irgendwas haben wir hier noch bekommen. Was haben wir bekommen? Achso, die Feder. Immer wieder. Ich denke immer, hey, was habe ich jetzt bekommen? Gut, wir bleiben noch mit dem. Das Lustige ist, wir könnten sogar das hier ausrüsten, weil das voll passt von wegen Händlerverkleidung. Passt gerade wegen Bieten. Ach komm, rüsten wir das mal aus. Das passt gerade einfach wegen dem... Wegen dem, wie heißt das? Moment und auch wegen der Umgebung. Das passt 1:1 dafür. Guck mal, auch der goldene Anhänger. Junge, besser geht's gar nicht. Gut, da können wir auch endlich mal die Verkleidung testen. Jawohl. So. Ganz ruhig. So, einmal kurz zum normalen Händler. Salaman. Das. ليس حكيما ان تفتقر الى هذا. Dein Köcher ist voll. Jawohl. Eigentlich könnte ich ein paar Bauteile auch verkaufen, ey. Ja, das habe ich verstanden. Können wir speichern? Jo, können wir. Nice. Speichern wir nochmal.
So, da haben wir das schon mal. Dann kurz mal in Kido. Haben wir hier irgendwas? Irgendwie entdeckenmäßig meine ich, aber ansonsten, ja, brauchen wir das gar nicht. Zack. Markieren wir schon mal vorher. Ich habe das Gefühl, wir müssen aufs Dach wahrscheinlich irgendwann. So, finden wir hier noch irgendwelche? Da waren welche. Da hinten war noch einer. Den mache ich gleich. So, hier nicht. Da ist noch einer. Und ansonsten haben wir soweit erstmal hier eigentlich nichts. Nee. Keine Wachen mehr. Gut, das Dach ist nicht so sehr bemannt. Haben wir denn hier überhaupt einen Eingang oder so? Nee, sieht nicht da aus. Also vielleicht müssen wir doch nicht da hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah. Ich muss mich irgendwo hinsetzen. Das ist voll gemein. Ich muss untertauchen. Irgendwo, wo drei Personen Minimum sind. Ich will mich gerne hier hinsetzen eigentlich. Wieso darf ich das nicht? Ich höre halt von hier zu. Holy shit, ey, dieses Gespräch. Junge, die wohnen wahrscheinlich, wenn es die heutige Zeit wäre, in Sylt. 100%. Das Geld platzt schon aus der Börse. Ja, okay, scheiß auf euch, ihr redet nur selber. Hier ist noch ein Brief. Okay. So, gehen wir hier erstmal durch. Da hinten sehe ich was. Mhm. Basim, تعال. كان علي توقع حضورك يا كونغ. أنت تعرفني. تعال لنتحدث. هل تعرف أي شيء عن الخازن؟ شخص يعمل لصالح الخلافة. الخازن؟ أعرف شيئا في الواقع لكن كما تعرف من المؤمن الإفصاح عن المعلومات الثمينة بلا مقابل. ما العمل الذي تريده الآن؟ تعرف ما يدور في ذهني بالفعل صحيح؟ كما ترى أيها الحسون الصغير دائرة المال ليست مجرد حدث مهم للطبقة العليا من الكرخ بل للصوص أيضا أخذ أحد شيئا منك مجددا؟ صحن فنجان خزفي ثمين أخذه لوقا لطالما كان يغار مني أين مكانه في اعتقادك؟ عرفت أنني سأعتمد عليك أيها الحسون الصغير ستعثر عليه في الصناديق قرب متجره سأعود بعد قليل Hätte ich nicht eine Münze machen können, das wäre viel leichter. Schade. Gut. Hole Kongs Gegenstand von Luca zurück, ja. Versuchen wir mal. Dann, das ist auf der anderen Seite. Untertauchen, achso. Einmal hier durch. Ja, hier ist noch etwas. Oh, Chinesen. So, schnell. أسمعت عن الفوضى التي حدثت قريبا من هنا؟ لا تخبريني أنهما كونغ ولوقا مجددا. بل تاجران آخران يتعاركان للحصول على متجر بالقرب من المزهد. Interessant. لابد أن هذا هو المتجر الذي أشار إليه كونغ. لنبحث الآن عن ذلك الصحن. Was hat das jetzt gebracht? Achso, ich muss da hoch. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich muss hier aufbrechen. Oder? Wir gehen erstmal nochmal kurz zurück. Hier können wir schon mal öffnen.
Weiß aber gar nicht, ob ich richtig bin oder nicht. Da oben? Ja, ja, da ist der Unterteller. Ja, ich sehe ihn. Okay. Na komm, fass an. Jawohl. So, jetzt haben wir es. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dem Spiel nicht zu vertrauen. Wie gesagt, mein Bauchgefühl trügt mich sehr selten. Bis gar nicht. Und jetzt das. Ach. Nicht schon wieder. Ihr wollt nicht wissen, was passiert ist. Einfach nicht drüber nachdenken. Ich dachte, ich gehe mal runter. Nee, nee. Ist nicht so. Na komm, respawne. Machen wir jetzt seitlich von hier. Ey, bitte. Ey, diese Anzeige funktioniert nicht mal richtig. Drecks. ne? Mein Gott. Respawne. Komm, ich drehe mich sogar um für dich. Hab keine Angst. Genau, genau. ich fühle mich echt. Wirklich. Danke. Fuck, haben die jetzt alle gehört? Ups. Ah, und jetzt muss ich mit dem ganzen Ding hier durch, oder was? Wahrscheinlich. Weil sonst komme ich ja nicht ran, ne? Yep. Das Lustige ist, in dem früheren Spiel hätte man rankommen können. Ich komme mit dem Jump oder dem hier. So, und dann... Warte. Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Lass mich raten, die blockieren das da. Hä? Warte mal. Nee. Ich versuche gerade etwas, warte mal. Ja doch, warte, warte. Dann. Hier hoch. Nee. Vorher ging das. Schade. War immer ein geiler Trick. Damit konnte man manche Dinge erreichen, die vorher nicht erreichbar waren. Schade, dass sie das rausgenommen haben. Dadurch hat man weniger Kreativität eigentlich. Mein Gott, was eine Aufgabe, ey. Ich hätte doch ein bisschen weiter rechts machen sollen, aber egal. So habe ich den Eingang versperrt, wenigstens. Kurz nochmal hier lesen. Unser Moment ist gekommen. Macht euch bereit, Jungs. Die große Auktion ist endlich gekommen. Die Wachen werden beschäftigt sein und somit ist unsere Gelegenheit... Ne, uns endlich mit ihrem Gold... Also uns... Mein Gott. Ist somit das unsere Gelegenheit, uns endlich mit ihrem Gold zu belohnen. Kommt zu mir aufs Dach und wir beginnen, sofern ihr nicht vorher vorhabt, wie Feiglinge mit einem klemmenden Schwanz wegzulaufen. Okay, wir müssen also aufs Dach. Na gut. Das machen wir auf. Dann müssen wir auf dem Dach wahrscheinlich ein paar Leute killen, damit hier nichts irgendwie komisches passiert. Ich habe das Gefühl, dass man betäubt wird oder so. Da ist eine Kiste. Nehme ich mit. So, wo kommen wir denn hier raus? Aha. Somit kommen wir auf das Dach könnten wir rauf, jo. Ja, warte mal. Säubern wir das Dach mal. Wenn wir hier schon sind, komm, wir können das Dach auch mal ein bisschen säubern, ne? Markiert haben wir sie ja. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, wie wir laufen. Weil wir wissen, wo die alle sind. Hopp, hopp, hopp. Wunderschön. So, sind ja echt nicht viele. So, minus zwei. Wunderschön. Minus 1. Eigentlich müsste er irgendwann den Schatten bemerken. Theoretisch, wenn er nicht zu sehr vertieft ist. Dann haben wir den. So, und jetzt fehlt nur noch der letzte, der da ist. Den snacken wir auch weg.
Genau, schön das Schwert schärfen. So, haben wir noch jemanden hier? Ich glaube aber nicht. Da ist irgendwas Weißes, aber ich glaube nicht, dass das Info ist zum Lesen oder so. Nee. So, jetzt haben wir schon mal wenigstens die gekillt. Ich weiß nicht, ob das wirklich hilft, aber hey, safe is safe. Da haben wir das schon mal erledigt. Da unten ist noch eine Person. Gut. Dann zurück zu Kong. Ich muss nur wissen, wo Kong steht. Ah, unter mir. Okay, der schnellste Weg wäre eigentlich hier vorne durch. Dann machen wir das mal hier vorne lieber. Hopp, wunderschön. Haben wir hier einen geilen Jump runter? Ja, den hier nur. Jawohl. Ah, easy, der gleiche Eingang. Läuft bei uns. Warte, ein bisschen Essen geht auch noch. Mein Gott, nur Essen, nicht jumpen. So, da vorne ist er. Bitteschön. ينجح الحسون الصغير في توصيل الطلب ثانية. هذا ما احتجت إليه بالضبط لاستكمال مجموعتي. ظننت أن هذا يخصك. صار كذلك الآن. على أي حال أصغي جيدا. كنت أشرب شاي الظهيرة المعتاد فسمعت سيدتين تتحدثان عن استيفائهما طلبا لدائرة المال. لقد صنعوا رداء جميلا للخازن بتطريز شرقي معقد. انتبه إلى ذلك. زي شرقي. شكرا يا واو. Das hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja, das wissen wir doch schon. Okay, das war irgendwie doppelt gemoppelt von den Programmierern. Hm, naja gut. Akzeptiere ich jetzt mal so, ne? So, da oben ist noch jemand. Ist er das nicht? Sogar, sieht gefühlt schon automatisch danach aus. So, wir gehen weiter zu dem da. Mit dem können wir quatschen. Hopp, einmal abgenommen. Und jetzt schnell weg. Rechts sind nur Wachen. Wir gehen hier lang. Einmal mit dem hier schnacken. انظر إلى بضائعي يا صديقي في الطابق العلوي. هناك أشياء لم ترها في بغداد من قبل. قطع أثرية صينية غريبة هنا فقط، ليس بأي مكان آخر. لا تكن خجولا. اقترب واندهش من مختاراتي في الطابق العلوي. Okay. Haben wir noch irgendwelche anderen Angebote, bevor ich hier hochgehe? Ich muss aber schnell weggehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Assalamu alaikum. هل ذكرت قطعا أثرية صينية؟ نعم يا صديقي مرحبا بك. ستجد شيئا مثيرا للاهتمام هنا بالتأكيد. Sonst was ist hier؟ هل ترغب في المصوغات يا صديقي؟ يوجد لدي هنا حلي من أقاصي الشرق في المزاد. زهريات نادرة، فناجين شاي متقنة، لكن أميزها دبوس الشعر هذا، آية من الجمال. حتى إن الخازن سأل عنه. أين دبوس الشعر؟ أين هو؟ سيطرح للبيع في المزاد. إذا أردت شراءه، أحضر كيسا مليئا بالنقود. دبوس شعر من الشرق. لابد أن هذا هو الغرض الذي كان كل يبحث عنه للخازن. لابد أن أبحث عنه في المزاد. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Der eine Typi bei der allerersten Ermordung von diesen Ordensmitgliedern wollte 15.000, Junge. Wo soll ich das herholen? Aus dem Arsch oder was? Das geht gar nicht. Richtig krank. Außer man hat natürlich mehrere Tries gemacht oder man hat sich das hochgeballert mit einem Mod oder so. Dann wäre es möglich und ich würde gerne wissen, was die dann sagen. Oder haben die das extra so gemacht und für nur die, die wirklich sich das hochmodden, sagen die so, ey... Spiel legit oder so. Oder so, ah, so ist es ja recht. Glückwunsch an dich. Oder so ein, keine Ahnung, Verarschsatz. Und wenn es doch möglich ist, Respekt. Also. Gehen wir weiter. Da haben wir noch eine Option zum Gespräch. Hier haben wir gar nichts mehr. Da hinten haben wir auch nichts mehr. Und da läuft auch nichts mehr. Ja gut, dann gehen wir da natürlich nach da hinten. Wir nehmen die Abkürzung. ليس شيئا نستعجله يا سيدتي. ذلك لن يسر الخازن ولن يسر كبيرة. أعرف ابتكار العطر عملية معقدة
ونحن نبذل قصارى جهدنا. قصارى جهدكم غير كاف. Mein Gott, dann kriegst du halt nichts, piss dich. Mein Gott, keine Geduld. Hier jetzt, hier da, ich will. يجب أن أنتبه لما يقال. لدى الخازن ولع بالقناع كما تعرفين. ليس هناك أكثر عند ضياع ثلاث دستات من القوارب. Und damit ist nicht China gemeint, wie manche Leute das falsch aussprechen. Da ist kein K. China ist es auch nicht, da ist kein Sch, sondern CH, also China. Nur damit wir es schon mal klären. So. Stück für Stück dranbleiben. Okay, noch sehe ich nichts. Ah, hier. Dann belauschen wir mal. So. Das Blut? الدم عنصر أساسي في الرائحة. إنه ما يجعل عطر القناع مميزاً. لابد أن نحصل عليه. سأتحدث إلى الخليفة وأرى ما يمكنني عمله. سيتعين على الخازن انتظار العطر. هذا العطر على خطابات جاب الضرائب. لقد ظننت أن رائحته تشبه الحديد. أكانت دماءً؟ قد تكون هذه المرأة من المقربين للخليفة. إنها تعرف الخازن. لابد أن أتحدث إليها. Na komm, welches Blut ist das? Der armen Leute, damit er sich geil fühlt oder was? Oder irgendwie so ein super Blut, irgendwie, keine Ahnung. Na gut, sprechen wir mal. السلام عليكم يا سيدتي. وعليكم السلام. لم يسعني سوى سماع بعض الحديث يا سيدتي بشأن العطر. ليس من اللباقة أن تسترق السمع، ولكن لأنك معجب، سأعذرك. اسمي قبيحة. المرأة وراء القناع. له رائحة فريدة. ورد وعسل وخشب صندل. وإذا كنت قد سمعت قطرة من الدماء. دماء؟ كان ينبغي أن أخمن. ظننت أنها ربما كانت رائحة حديد. يولد الدم من الحديد، أليس كذلك؟ لكن بسبب ذلك الجزء يصعب إحضار كميات كبيرة. إذا كان حصرياً إلى هذه الدرجة فلابد من كونه رائجاً بين رجال الدولة. أظنني شممت رائحته بالقرب من الخازن. نينغ تستعمل القناع. إنها مفتونة تماماً بسعره الغني كحال العديد. شيء غريب. لا تبدو كشخص يهتم بفن. Hey, guck mir mein Outfit an. ليس من الحكمة أن تحكمي على شخص من مظهره. بالفعل. هل ذكرت اسمك ولم أسمعه؟ باسم. باسم. يجب ألا أضيع وقتك أكثر من ذلك. أتمنى لك وقتا رائعا في دائرة المال. Es war nicht schlau, seinen echten Namen zu benutzen. Er hätte ein bisschen Kaffee nutzen sollen. Die ist so komisch. Warte, wie die weggeht. Was läuft? الخازن امرأة إذن. واسمها نينغ. سيبدأ المزاد قريبا. Okay. Jetzt haben wir genug Informationen. Jetzt müssen wir nur noch das Aussehen sehen und dann Aussehen sehen. Alles klar. Aussehen, herausfinden. So, so klingt schon besser. Und dann kann es schon losgehen, das zu verfolgen, natürlich. Gut, gehen wir außen rum. Ja, gehen wir hier lang. Aber es war irgendwie komisch, mir zu reden, dass sie so viel weiß. Ich hoffe nicht, dass sie nur vielleicht die geheime Anführerin war oder so. Oder irgendwie noch mehr Connections hat. Weil warum hat sie unbedingt nach den Namen gefragt? Das ist ja das Komische, wisst ihr? Er hätte einfach geheimnisvoll bleiben sollen oder so, keine Ahnung. Oder einen anderen Namen, wäre noch simpler, damit es nicht komisch wirkt, dass er sagt, du musst meinen Namen nicht wissen. Er hätte sagen müssen, warte, Basim. Misab, genau, einfach rückwärts. Simpel. Ist das Dümmste, aber Effektivste, wenn es schnell sein muss. So, zur Auktion, auf geht's. Oder kann ich speichern? Kann ich speichern, sehr gut, dann müssen wir nicht doppelt machen. Zack, zack. So, ah, shit. Leider müssen wir das auf den nächsten Part verschieben. Sorry dafür. Ekliger Cut, aber sonst sind wir zu lange in dem Part, weil da kommt ja wahrscheinlich noch mehr dahinter. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis zum nächsten Mal.